Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von My Universe, meine Schulklasse. Wir sind im vierten Jahr, wir starten gleich mit dem Trimester. Ich habe mich umgezogen. Mal gucken, was jetzt die Woche sagt. Okay, wir haben zweimal Töpfern, einmal Chemie am Montag. Wir haben Flöte, Geometrie und Lesen am Dienstag, Malen, Aufräumen und wieder Chemie. Am Donnerstag und dann Trommeln. Ey, ganz ehrlich, was ist das denn, bitteschön? Ich habe gerade mal Chemie, Geometrie und Lesen. Drei Fächer in der Woche, die Sinn machen. Und alles andere ist mit Kunst und Musik vollgestopft. Ich habe auch an dem Donnerstag, seht ihr das? An dem Donnerstag auch nur einmal malen. In der ersten Woche. Ich weiß ja nicht, du. Aber okay. Tun wir uns das mal an. Also das ist so Montag der Verdienstsender. Ja. Mann, das wird doch jetzt schon wieder nichts. Wie kommt denn auch so ein Schwachsinn? Da war ich zu weit. Da war ich auch zu weit. Nein, das wird nichts. Daneben. Ja, weil... hab halt Angst. Ja, da war schon wieder zu weit. Wer braucht Töpfern überhaupt? Kinder, sucht euch eine andere Kunstlehrerin. Ah ja, ich habe mich umgezogen. Seht ihr das? Ich habe mir den Bleistiftrock angezogen und einfach nur so ein einfaches Oberteil drüber gezogen. Mit Dreiviertelärm. Finde ich, ist stabil. Kann man machen. Ja, ich hätte beim Töpfern auch eine Frage. Wieso muss ich das machen? Wieso tun wir uns das an, Kinder? Ey, dafür, dass das Töpfern so schlecht war, ne, haben wir ganz schön viele ganz schön viele Sterne zusammengekriegt. Was ist passiert? 26. Ich weiß ja nicht, du. Die sind aber alle voll happy. Stiefel mit Schnallen für die Männer. Ja gut, aber ganz ehrlich, es war Töpfern und die kommen gerade frisch aus dem Wochenende. Da wäre ich, glaube ich, auch happy, wenn ich einfach nur rummatschen dürfte. Wahrscheinlich hat das was mit einer Hand-Augen-Koordination zu tun für die Kinder. Oder wenigstens so mit ihrer... So mit ihren haptischen Fähigkeiten. Dass man denn da sagt, deshalb ist Töpfern gut. Dass sie halt im Schlamm spielen dürfen, ist halt dann nochmal das Nonplusultra für die Kinder. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die Woche im Prinzip mit... stimmt was nicht. Guck mal, meine Versuche gehen da weg. Ich habe viel weniger Versuche, als da überhaupt ist. Hier.
Jetzt hat mich das Spiel aber eben gerade mit Absicht daneben gehen lassen. Genau, jetzt funktioniert sie da. Was war das denn eben gerade? Hatte viel weniger Versuche, als ich überhaupt Kugeln hatte. Genau, jetzt müssten es noch zwei sein. Jetzt kriegt man hat gar keinen perfekt hingekriegt eben gerade. Jetzt wenn ich drauf angelegt hätte. Ja, aber guck mal, schon 16 mit einmal. Und Chemiewettbewerb hatten wir ja schon, das heißt, da brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr so anstrengen. Warte, wer hat denn Irr gemacht da? Es sind zu viele Kinder, ich habe schon den Überblick verloren. Nee, aber den Chemiewettbewerb haben wir ja schon hinter uns gebracht. Was hatten wir noch? Den Elektrowettbewerb und jetzt den Malwettbewerb dieses Jahr. Wir sind eigentlich schon eine Spitzenschule. Wir haben zwar unglaublich viele Dinge, die wir da den Kindern unterrichten. Also wir können keine Grundschule mehr sein, auch wenn die aussehen wie Grundschulschüler. Aber ich finde, wenn es eine Grundschule ist, dann ist es einfach zu viel. Dann sind es zu viele Fächer. Mit einmal. Dann sind die Kinder zwar breit aufgestellt, also breit gefächert aufgestellt, aber ich weiß nicht, ob die denn in allem so gute Kompetenzen denn haben. Na los, töpfen wir noch einmal. Ne, so verschiedene Musikinstrumente, dann verschiedene Kunstsachen und dann krasse. Krasse Fertigkeiten im Programmieren. Hat noch so hingekriegt. Oh, das war zu weit. Da war das Spiel jetzt makulanter und hat gesagt, hier, wir geben dir den einen schon vor. Und den versau ist so. Ja, waren perfekt bei. Habt ihr das gesehen? Alles andere muss enger. Aber selbst wenn es daneben geht, kriegen die Erfahrungspunkte anscheinend. Aber hier habe ich auch kein Büchlein oder kein Heftlein, was ich denen geben kann. Was ist los? Ach, entspannt euch doch. Es ist doch nur Töpfern. Reißt euch nicht das Bein aus, wir haben erst Montag. Entspannt euch. Wir hatten 26 beim ersten Durchlauf. Siebenundzwanzig, 28. Was ist mit diesen Kindern los? Wir sind ja jetzt im zweiten Trimester ja schon voll motiviert gerade. 31. Und bestimmt, weil ich einen perfekt drin hatte. Das hat die denn so richtig angespornt.
Na, guck, das ist sogar 5 Sterne mehr. Blockflöte. Ach, na schön. Das war mit LR, glaube ich, auch, ne? Und 2 Tasten, das kriege ich, glaube ich, hin. Habt ihr alle eure Flöten bei? Ja, und B und A, okay. Das ist zu schwierig. Ich war eben gerade kurzzeitig, weil es zu viel war, war es doch ein bisschen schwierig für mich. Aber Blockflöte geht, das sind 2, die ich drücken muss und dann L und R. Das kriege ich in meiner Hand-Augen-Koordination gerade noch hin. Bei Schlagzeug ist schon wieder was ganz anderes. Ja, das fanden manche Kinder echt ungeil. Das kann ich voll nachvollziehen. Zilien. Auf Blockflöte hätte ich auch keinen Bock. So, Geometrie. Der Donnerstag ist chillig, das finde ich in Ordnung. Das Ausmalen und dann Chemie, obwohl ich das eher getauscht hätte. Ne, erst Chemie, dann aufräumen und dann ausmalen. So nach dem Motto, ne, nach dem Ausmalen könnt ihr nach Hause gehen. Aber okay. Weil ich würde erst immer mit Naturwissenschaften oder mit das, was intellektuell fordernd ist, anfangen. Damit denn die Kinder zum Ende hin ein bisschen mehr ausklinken können. So, weil im Prinzip gehen sie ja dann nach dem Ausmalen, beziehungsweise jetzt nach dem Lesen, nach der Stunde hier, ja nach Hause. So, ne? A, A, dreimal A, B, Y, B. Okay. 1, 2, 3, B, Y, B. Y, B, Y, X, Y, Y, okay. Y, B, Y, X, Y, Y. Y, B, Y, X, Y, Y. Dreimal X, Y, X, Y, okay. 1, 2, 3, Y, X, Y. Guck mal, da sind schon 3, die haben richtig Bock drauf. A, X, Y, A, B, B. Okay. A, X, Y, A, B, B. Na gut, die ersten 9 haben schon mal ihren Links gekriegt. Ja, Geometrie ist nicht so deins, ne? Ich merke das. Kann ich verstehen. Ist meins auch nicht. Macht dir nichts draus. Aber die anderen haben schon ein bisschen mehr Bock. Die 2 hier haben richtig Bock auf Geometrie. Gefolgt, also die 3 hier. Das macht es jetzt nicht besser, wenn die jetzt hier so, Hallo, ich habe euch beiden eben gerade gelobt, weil ihr so schnell seid. Weil ihr eure Kugeln da so schnell zusammenkriegt, aber okay. Ja, komm, 25, was willst du mir? Sogar 26. Also wir machen schon guten Durchschnitt. So im Durchschnitt 25, das ist schon, glaube ich, ganz gut. Jetzt kommt das Lesen dran. Bitte lesen Sie ein bisschen. Ich habe früher in der Schule mal gern gelesen. Das war das Beste im Deutschunterricht. Lesen und dann darüber reden. Fand ich großartig. Mache ich heute tatsächlich noch gerne. Also, ne, ich lese zwar jetzt so Bücher, die nicht jedermann liest. Aber
Ich unterhalte mich trotzdem noch gerne so über Literatur, die ich mal früher gelesen habe oder jetzt gerade lese. Meine Kollegin und ich haben zusammen jetzt ein Buch angefangen. Ich habe es leider schon durch. Bei ihr weiß ich das nicht, ob sie es jetzt schon durchgelesen hat. Aber ich wollte halt wissen, wie es endet. Und sie meint, ja, ich habe es noch nicht geschafft, das Kapitel zu lesen und so. Kann ich auch verstehen, weil sie studiert Literaturwissenschaften. Und da muss sie halt sehr viel anderen Kram lesen. Ich finde schon gut, dass sie überhaupt sagt, okay, ich lese noch hier irgendwie nebenbei mal privat irgendwie noch ein Buch. Aber ich wollte halt wissen, wie es endet. Und dann habe ich das einfach schon fertig jetzt gelesen. Aber es war schön, sich mit ihr so dann halt über dieses Buch zu unterhalten. Jedenfalls über die einzelnen Kapitel, die wir gelesen haben. Sie hat es dann halt auf Englisch gelesen, was das halt für sie schwieriger gemacht hat. Also sie kann Englisch lesen, aber ich finde Deutsch, da ich ja in Englisch jetzt nicht so krass bewandert bin, habe ich mir das auf Deutsch geholt, weil das. Ich kann zwar Englisch lesen, aber dann stock ich halt auch. Deutsch lesen geht halt flüssiger. So. Vierzig, 49, 55, 55, 65, 67 Sterne haben wir geholt. Also ich gehe mal davon aus, ich muss immer, um ein Level aufzusteigen, 100 Sterne holen. Na, habt ihr alles? Nee. Madame hat hier blaue Farbe vergessen. Dass sie sich das aber auch nicht selber rausholen können. Ah, das Einhorn wieder. Ja, guck mal, jetzt hat er das mitgenommen. So. Ach, das ist schon das Richtige. Da irgendwo fehlt noch was. Ach ja, das Auge. Ne, guck, ich gehe hier so ein bisschen mittig und dann nehmen sie halt beide. Und dadurch spare ich den mir halt auch so wieder. Eine Kugel. Ja gut, die muss ich halt einzeln machen, weil. Die kannst du nicht machen. Alle einen perfekt gekriegt. Ne, nicht alle. Wir sind ja 10. Die tut sich mit dem Malen anscheinend ein bisschen schwer. Aber ist egal. Wir haben ja unsere Goldtrophäe ja schon. Da ist das jetzt auch wurscht. Den kommt ja eh aufräumen. Jetzt sei doch nicht so. Hallo, wir brauchen die Goldtrophäe nicht mehr. Wir haben sie doch schon. Kinder, entspannt euch. Chillt mal euer Leben. Lass das Gute sein. Oh, Stahlbrille. Okay, danach kommt nochmal Chemie. Und dann, na gut. Der Freitag können wir so lassen. Oh, da muss ich trommeln, ne? Ob ich das will, ich weiß ja nicht. Ich hab die Banane gesehen.
So, aufgeräumt. Jetzt kam... Was kam denn jetzt? Ich muss mich das mal wieder anders positionieren. So, angelehnt sitzen kann ich irgendwie gar nicht. Ach, Chemie kam. Weil spätestens wenn ich Schlagzeug sitze, spiele, muss ich eh wieder gerade sitzen. Habt ihr alles, Kinders? Jo, sieht so gut aus. 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2. 2, 3, 4, 1 und 2. So, die vorletzte Reihe. Also so ist doch viel angenehmer, glaube ich. Wenn man weiß, okay, das fängt immer oben an und geht dann runter. Bam. Die ersten paar kamen schon. 5, 4, 2, 1. Dann kommt Nummer 4. Nummer 4. Man muss zum Glück echt nur... Ich finde es manchmal schade. Ich hätte mir gewünscht, tatsächlich, dass es einmal erklärt wird, so, ne? Im ersten Schuljahr, dass denn, sobald man einfach zum ersten Mal hat, dass es denn so ganz kurz erklärt wird, wie es gemacht wird. Weil hier haben wir ja doch... dachte ich erst, ich muss wirklich abwarten, bis die so die Pünktchen auf Pünktchen sind. Aber ist ja gar nicht. Braucht ihr einfach nur reinsetzen. Aber gut, das weißt du halt vorher nicht, ne? Jetzt gehen sie alle pennen. Euer Glück, dass wir den Chemiewettbewerb schon gewonnen haben, Kinders. Ich sehe hier, wie bestellt und nicht abgeholt, wer keiner eine Frage hat. Entweder pennen sie oder machen Tagträumen, aber keiner hat eine Frage. Wo gucke ich überhaupt die ganze Zeit hin? Ach, so kurz vorm Unterrichtsende, ne? Da kommst du drauf. Nee, 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 nee. Das war in meinem Trommeln jetzt, da brauchte ich auch so X, Y, Z und so, ne? Ja, das fand ich jetzt nicht so toll. Ja, Ausmann habe ich da. Schlagzeug! So, jetzt muss ich nochmal gucken. Also, bei Flöte war das nur mit den L- und R-Tasten. Da musste ich, glaube ich, wieder alles drücken, ne? Ja. Nee, musst du nicht. Ich krieg grad gar nichts hin. Ja, war okay. Ja, verstehe ich. Ich weiß gerade nicht, was mich geritten hat. Ich hatte die irgendwie falsch gesetzt. Irgendwie so XA, XA. Na, vergiss es. Ey, das war doch. Die kamen aber, habt ihr das gesehen? Da kamen so viele auf einmal. Damit war ich leider gerade ein bisschen überfordert.
Ja, dass euch das keinen Spaß gemacht hat, das verstehe ich gerne. Oh, Blockflöte ist aber auch nicht besser. Sehe ich schon, jemand hat seinen... Drei haben so was vergessen. Ich glaube, du kannst auch gar nicht anfangen mit dem Unterricht, wenn du halt den Kindern die Sachen nicht gibst. A, B, Y, 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 X. Okay, A, B, dreimal Y und den X. A, B, Y, 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 X. Zweimal B, Y, A, X, A. B, B, Y, A, X, A. Yes! X, Y, A, Y, A, A, okay. X, Y, A. Nein! Kann ich das nochmal zünden? Das X ist falsch. Das weiß ich auch. Y, X, B, B, Y, Y. Y, B, Y, X, B, B, Y, Y. Die zwei kriegen noch ihre Sterne. X, A, X, Y. Ich habe ein bisschen Angst vor dem nächste Woche. Ich kriege jetzt langsam echt Bammel vor den Wochen hier. Weil da so viel Kunst und Musik immer alles ist. Das ist das, wo drin ich schlecht bin. Ja, jetzt warte ab. Ich komme noch, ich komme noch. Das Kind hat mich blockiert. Was soll ich machen? Ja, immerhin 21. Wahrscheinlich gibt es jetzt immer zum Ende des Jahres, wirklich am letzten Tag des dritten Trimesters, immer so ein Musikfestival. Hatten wir jetzt letztes Jahr auch schon. Aber das gab halt nochmal Punkte, ne? Auf irgendwas. Oh, die eine, die findet das so richtig ungeil gerade. Aber gut, ist doch gleich Wochenende. Ihr habt es gleich geschafft. Kinders, ihr habt es doch gleich geschafft. Ist doch Wochenende. Wir müssen uns jetzt nur noch mal durch die Flöte quälen. Lieber irgendwie mal so eins auslassen. Statt alles mit einmal, glaube ich, ist das die beste Lösung. Kommt noch was? Perfekt. Und ganz 17 habe ich gekriegt. Ja, krass. Aber damit haben wir endlich die Woche beendet. Also das muss schon eine Schule für Hochbegabte oder für Helikoptereltern sein, die ihre Kinder so viel, so krass pushen möchten, wie bis zum bitteren Ende. Wow. Nochmal Fossil. Die Kinder sind durch. Wieso Geometriewettbewerb? Wo kommt der denn her? Hä? Wieso haben wir auf einmal Geometriewettbewerb? Der wurde aber am Anfang jetzt eben nicht angezeigt, aber okay.
Und ich hatte sogar Minus. Ich habe jetzt 9 Tage Zeit, um auf Gold zu kommen. Das sind 39 Sterne. Dann sagen wir mal plus 10. Sagen wir mal, ich muss 60 Sterne kriegen. Das ist doch nicht deren Ernst. Warte, wir passen mal hier die Klassenzimmer an. Wir haben ja 2 Fossilien dazu gekriegt. Gucken, wo die reinkommen. Wahrscheinlich Labor und Klassenzimmer. Aber wo kommt auf einmal der Geometriewettbewerb her? Ich weiß ja nicht, du. Nee, hier nicht. Im Kunstraum vielleicht? Könnte noch sein, ne? Tatsächlich. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den Geometriewettbewerb hinkriegen. Wir haben 9 Tage Zeit, das heißt 2 Wochen. Das heißt, das Spiel muss jetzt irgendwie mal ein bisschen pushen, dass ich ganz oft Geometrie jetzt die nächsten 2 Wochen habe. Weil das sind ja schon eine Woche sind ja 4 Tage und ja, gut. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, weil das ist jetzt doch ein bisschen hart. Weil wenn jetzt wirklich pro Jahr 2 sind, dann ändert sich das ja wieder, ne? Guck mal, das sind 3, 5, 7, 10, 11. Wenn jetzt der Geometriewettbewerb kommt, dann haben wir ja nur noch 10. Wenn die jetzt wirklich 2 Trophäen, die machen niemals 2 Trophäen pro Jahr, oder? Das ist ja schon krass. Dann dürften aber so jetzt diese Trophäen bei Lesen und Naturkunde und alles sowas ja nicht so hoch sein. Ne? Gut, wir werden sehen, ob wir das schaffen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.